Heute gibt es ein Video der besonderen Art, besonders deshalb, weil es direkt zwei Sachen gibt, die es in der Art und Weise auf meinem Kanal noch nicht gegeben hat. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Zunächst einmal möchte ich euch zeigen, um was es in diesem Video geht. Und zwar geht es um diese wunderschöne Uhr hier. Und zwar handelt es sich um die Hanhard Pioneer One. Was macht diese Uhr so besonders? Zum einen ist es eine Uhr einer Marke, die ich schon länger einmal haben wollte, die auf meiner Wunschliste stand, aber immer ist irgendwas dazwischen gekommen und jetzt ist etwas dazwischen gekommen, dass ich diese Uhr tatsächlich bekommen habe. Die Geschichte ist so ungewöhnlich, dass sie fast unglaubwürdig ist. Ein Zuschauer von mir hat mich angeschrieben, hat gesagt, hör mal Axel, ich habe eine Uhr, die passt mir nicht richtig, die Größe stimmt nicht. Ich würde sie dir gerne schenken. Richtig gehört. Ein Zuschauer, und ich sage mal einfach den Vornamen, damit bleibt es ja relativ anonym, Manuel, hat mir angeboten, mir seine Uhr zu schenken. Ich war komplett konsterniert. Ich konnte damit anfangs überhaupt nicht gut umgehen, weil ich gehe hier nur meinem Hobby nach. Ich mache ja eigentlich nicht wirklich irgendetwas Besonderes, außer dass ich hin und wieder mal Filmchen zu Uhren oder zu Uhrenthemen mache. Aber er hat also mehrfach gesagt, er möchte das gerne machen. Und mir hat die Uhr wirklich sehr gut gefallen. Ich wollte sie mir schon ein paar Mal selber kaufen. Und wie gesagt, dann ist immer irgendetwas dazwischen gekommen, sodass ich dann tatsächlich Ja gesagt habe und diese Uhr mir habe schenken lassen. Ich habe sie gestern vom Zoll abgeholt und der Zöllner hat ähnlich verwirrt reagiert wie ich. Eine Uhr in dem Wert zu schenken, wir haben dann etwas über den Wert gefeilscht, denn sie ist ja immerhin gebraucht, also gebraucht im Sinne der rechtlichen Betrachtung. Sie ist von Februar 23 und wenn ich sie euch nochmal hier in die Kamera halte und auch gleich, wenn ich im Detail darauf eingehe, an der Uhr gibt es überhaupt keine Gebrauchsspuren, nichts. Das hier ist von mir vom Anziehen und auch das Band hat minimalste Knicke, minimalste. Also wirklich da zu sagen, es ist eine gebrauchte Uhr, lässt sich wirklich nur dadurch rechtfertigen, dass sie einen anderen Vorbesitzer hatte als mich, also ich nicht der Erstkäufer bin. Die Uhr ist angekommen, sie hat nicht die Originalbox, das wusste ich vorher, die Garantiekarte ist nicht gestempelt, alles das habe ich dem Zöllner gesagt und so haben wir uns auf einen Preis geeinigt, den ich dann versteuert habe, insofern war die Uhr für mich nicht komplett umsonst, aber das ist halt die Einfuhrsteuer, die ich zu zahlen habe, da die Uhr nicht aus dem europäischen Ausland kam. Und ich bin immer noch absolut geflasht. Am Ende des Videos werde ich euch sagen, warum ich diese Freude und vor allen Dingen auch, wie ich diese Freude mit euch teilen möchte. Und da müsst ihr euch bitte bis zum Ende des Videos gedulden. Ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich in jedem Fall, meinen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke anzumachen. Wenn ihr den ganzen Prozess und alles mitmachen wollt und am Ende vielleicht sogar eine Uhr mehr in der Box habt als jetzt, aber mehr dazu am Ende des Videos. Jetzt möchte ich euch erstmal die Uhr, die ich geschenkt bekommen habe und über die ich immer noch komplett erstaunt bin, etwas näher zeigen. Wir haben hier die Hanhard P1, eine Uhr mit einem Listenpreis von 990 Euro und die ganz typische Hanhard-Form mit der kannelierten Lünette, dem roten Punkt,
einer großen, griffigen, nicht verschraubten Krone, einer ansehnlichen Gestaltung, der Rückansicht, dem schwarzen Rotor, wirklich eine rundrum schöne Uhr. Bevor wir in die Details einsteigen, möchte ich euch gerne die Maße der Uhr zeigen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, einen Bandanstoß von 22 mm, einen Horn-zu-Horn-Abstand, handgemessen von 49 mm. Und da es für mich so aussieht, als wären die Bohrungen etwas weiter innen in den Hörnern, man kann das, glaube ich, hier ganz gut sehen, dass die Hörner bei ganz abgeknicktem Band noch ein klein wenig überstehen, habe ich auch den Abstand Lederband zu Lederband gemessen. Und das waren 46,5 mm. Also das ist im Prinzip das, was aufliegt. Und wenn dann das Band ganz steil abfällt, dann stehen die Hörner ein kleines bisschen über. Wer also mehr als 46,5 hat, sollte überhaupt kein Problem damit haben. Die Uhr ist 12 mm hoch, hat auf der Vorderseite und ich vermute auch auf der Rückseite, das habe ich auf der Webseite nicht genau gesehen, ein Saphirglas. Sie ist bis 100 Meter wasserdicht und verbaut ist ein Sellita SW200. Von den Angaben her, ach ja, und sie hat natürlich, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, auf der 3 Uhr Position ein Datum, welches, wie ich finde, sehr schön integriert ist mit der schwarzen Datumsscheibe. Das stört überhaupt nicht und passt sich wirklich ganz hervorragend in das Zifferblatt ein. Der rote Punkt auf der Lünette, die sich übrigens in beide Richtungen drehen lässt und nicht rastet, ist rot. Und wenn ich mal ein kleines bisschen näher rankomme, kann man auch sehen, dass das ein glänzender roter Lack ist. Und es gibt mehrere Geschichten über diesen roten Punkt. Am besten gefällt mir die, dass der Pilot sich für einen Einsatz von seiner Verlobten verabschiedet hat und sie den roten Punkt gemacht hat, wahlweise auf die Lünette oder auf den Drücker, da, wenn es ein Chronograph ist. Da gibt es mehrere Varianten, um ihn im Einsatz in der Luft an sie zu erinnern, dass er doch bitte zurückkommen möge. Mir gefällt die Geschichte, ob sie stimmt oder nicht. Keine Ahnung, aber wie gesagt, mir gefällt sie. Ich zeige euch auch mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Dafür muss ich meine Guinan Flight Engine abnehmen und die Kamera ein kleines bisschen rauszoomen, dass man ein bisschen mehr von der Uhr sieht. So, und jetzt packen wir die Hanhard an meinen Arm. Mit 17 cm das war mal. Ich bin jetzt bei 17,5. Danke an die viele Fresserei. Aber man sieht, ich kann die Uhr super tragen. Und sie macht einen ganz, ganz tollen Eindruck an meinem Arm und fühlt sich da übrigens auch richtig sauwohl. Wenn ich die beiden Uhren so mal nebeneinander halte, beide haben fast den gleichen Durchmesser, nur 1 oder 1,5 Millimeter Unterschied. Und trotzdem kann man sehr deutlich sehen, wie unterschiedlich Uhren wirken. Dafür zoome ich aber noch mal ein kleines bisschen ran, weil das sich wieder in der größeren Variante etwas besser darstellt. So. Die größeren Ziffern der Guinan und die Lünette machen ein komplett anderes Erscheinungsbild, als es bei der Hanhard zu sehen sind. Tun wir die Guinan wieder an den Arm, dann ist sie auch nicht im Weg. Ja, was kann ich zu der Hanhard sagen? Ich finde sie wirklich richtig klasse. Ich habe unglaublich viel Spaß an der Uhr. Was mir sehr positiv auffällt, ist die Gestaltung der Seitenflanke. Man kann es sehr schön sehen. Wir haben die kannelierte Lünette. Wir haben einen ganz schmalen Ansatz des polierten Gehäuses.
dann einen relativ schmalen Streifen mit einem gebürsteten Gehäuse und dann kommt der Boden, sodass wir hier im Prinzip vier unterschiedliche Ebenen haben. Lünette poliert, Gehäuse satiniert und Bodenteil, was die Uhr von der Seitenansicht wirklich interessant macht. Es gibt viel zu gucken und noch viel entscheidender, der gebürstete, durchgehende Gehäuseteil, der auch in die Hörner übergeht, lässt die Uhr von der Seite unglaublich schlank erscheinen. 12 mm ist ordentlich, ist nicht übertrieben schlank. Uhren mit dem Werk und dieser Wasserdichtigkeit gibt es auch mit 11 mm und darunter, ganz flache sogar noch etwas weniger. Hier haben wir 12, also keine wirklich flache Uhr, aber durch den Trick mit dem Gehäuse ist das Ganze richtig schön von der Seite anzusehen, wirkt flach, ist angenehm am Arm zu tragen und macht einen schlanken Fuß. Die Hörner selber sind ziemlich exakt gearbeitet, allerdings auch eckig. Sie sind nicht scharfkantig, sie tun nicht weh, aber es gibt auch keine extra eingeschliffene Phase, die die Hörner ein bisschen abrunden oder etwas mehr Licht brechen. Es sind ganz klare Kanten und zwar auch nur eine Kante. Auf der Unterseite ebenfalls mit einer klaren Kante. Hier kriege ich das eingefangen, ganz leicht abgeschrägt, sodass sich die Ecke nicht in den Arm bohrt. Die Uhr stört nicht, sie tut nicht weh. Sie wirkt aber etwas technischer von den Hörnern, als man es bei anderen Uhren zum Teil sieht. Die Krone ist großgriffig, nicht verschraubt. Trotzdem ist die Uhr bis 100 Meter wasserdicht. Ich schaue jetzt gleich mal, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut. Insofern bin ich selber sehr neugierig, wie sich das gestaltet. Aber ich gehe davon aus, dass die Zeiger wirklich perfekt gesetzt sind. Zumindest habe ich das über Hannaert Uhren gehört, dass dort die Zeiger entsprechend gut gesetzt sind. Wie ich übrigens bei so gut wie allen Uhren, die ich die letzte Zeit auf dem Tisch zum Review hatte, sagen muss, dass die Zeiger echt richtig klasse waren und da überhaupt nichts auszusetzen war. So, jetzt haben wir den Sekundenzeiger ziemlich genau auf der 12 bzw. 60, denn die Minuterie ist in 5er Schritten von 5 bis 60 durchnummeriert und die Stundenziffern 1 bis 12 seht ihr problemlos selber. So, jetzt gehen wir kurz zurück. Ach, nee, ich muss weitergehen, ist gerade das Datum gesprungen. Ich hatte die Uhr probeweise gestellt, aber falsch gestellt. Also gehen wir über die Mitternacht weg, sodass wir nicht in den Datumseingriff kommen. Ja, perfekt, super. Das ist doch mal richtig klasse gemacht. Herrlich. Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Absolut perfekt gesetzt. Eine letzte Sache habe ich vergessen. Ganz wichtig, das Lederband ist ein absoluter Knaller. Das Lederband ist richtig, richtig weich, super soft. Ich habe selten ein so tolles Lederband aus der Box bei einer neuen Uhr gehabt. Absolut bemerkenswert. Und das möchte ich eigentlich von allen Herstellern haben, dass solch tolle Lederbänder verbaut werden. Jetzt einfach, damit ich es abgehakt habe bei meinem Review, zeige ich euch kurz die Uhr bei Nacht. Und dann kommt der zweite Teil dieses Videos, der für euch hoffentlich mindestens genauso interessant ist wie die Vorstellung der Uhr. So, jetzt haben wir kurz die Uhr beleuchtet. Einmal das Videolicht aus und einmal das Videolicht aus. Und wir haben
Es ist hier im Zimmer jetzt nicht dunkel. Ihr könnt also hier meine Hand sehen. Ihr könnt auch Bewegungen sehen. Ich habe die Kamera nicht eingestellt auf irgendeinen Auto-ISO, sondern es sind die gleichen Einstellungen, die ich bei Licht hatte. Also im Prinzip eine recht lichtschwache Einstellung der Kamera. Trotzdem kann man die Uhr hervorragend ablesen. Wunderschönes Nachtbild aus jedem Winkel. Ihr könnt hier auch das Gehäuse sehen. Also daran seht ihr, dass es nicht stockfinster ist. Und trotzdem ist das Nachtbild ganz klasse abzulesen. Tolle Uhr, richtig gut. Und damit wir weitermachen können, gibt es auch wieder Licht in der Hütte. So. Gucken wir uns die Uhr an. Ja, das ist jetzt meine Hanhart. Übrigens noch vergessen zu sagen und zu zeigen, die Schließe ist übrigens Hanhart signiert, aber ich gehe fest davon aus, ihr habt überhaupt nichts anderes erwartet. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber noch sagen. Ja, das ist meine Hanhart. Die Hanhart, die ich von einem Zuschauer meines Kanals geschenkt bekommen habe. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön. Und mir ist sowas fast immer ein bisschen unangenehm. Wie gesagt, ich gehe hier meinem Hobby nach, mir macht das Spaß. Und ich kann besser verschenken als Geschenke annehmen. Deshalb möchte ich den Zuschauern meines Kanals etwas zurückgeben, nachdem ich diese wunderbare Uhr geschenkt bekommen habe. Ich möchte eine meiner Uhren unter meinen Zuschauern verlosen. Und zwar werde ich das wie folgt machen. Ich werde in den nächsten 2-3 Tagen, vielleicht auch eine Woche, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, auf meinem Kanal in dem Community-Tab eine Abstimmung einstellen. Und in dieser Abstimmung werde ich 3 oder 4 Uhren zur Auswahl stellen. Und ihr könnt entscheiden, welche Uhr ich dann anschließend unter meinen Zuschauern verlose. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt. Ich bin mega gespannt, welche Uhr ihr euch aussucht. Die Uhren werden alle in einem vergleichbaren Preisrahmen liegen. Es wird keine für 100 Euro dabei sein, es wird auch keine für 2000 Euro dabei sein. Sie werden in etwa im gleichen Preisrahmen liegen. Genau kriegt man das nie hin. Es werden vergleichbare, es werden aber auch unterschiedliche Uhren dabei sein. Ich bin super gespannt, was dabei rauskommt und wünsche euch jetzt schon ganz viel Glück und freue mich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, unglaublich über die Hanhart. Das eine Woche am Arm-Video zur Hanhart wird noch einen kleinen Moment dauern. Ich bin Mitte Juni bei Hanhart zu einer Werksbesichtigung und da möchte ich die Uhr am Arm haben und diesen Tag der Werksbesichtigung möchte ich auch gerne in mein eine Woche am Arm-Video mit einbauen. Insofern wird diese wunderschöne Uhr noch einen kleinen Augenblick liegen müssen. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine Verlosung, abonniert meinen Kanal, dann seid ihr auf der sicheren Seite, das auch mitzubekommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.